Willkommen zurück, Leute, zu Cursory, der böse Mann und der schwarze Kater. Weiter geht es hier. Ich nehme direkt im Anschluss auf, damit ihr möglichst noch auf jeden Fall was zu sehen bekommt. Da war das verfluchte Objekt. Immer hinter mir. Wieso ist das immer gerade so oben rechts? Ich würde es gerne mal wieder woanders haben. Wir haben ein paar Sachen eingesammelt, also gehen wir jetzt dahin. Und da sind wir wieder am Anfang oder so. Nee. I won't let anyone stop our wedding this time. Leave now. Or I'll get Pawn to hunt you down. I remember everything. I must finish what was started in my past life. Don't interfere. Hä, wie, sie ist jetzt so eine Art Wiedergeburt? Was ist los? Warum sollte René ihm einfach so folgen? Die ist, vielleicht ist sie irgendwie Gaga mittlerweile oder so? Ganz-Emblem. Und ist hier auch noch was. Auf das Podest mit der Einhorngravur gehört eine Figur. Das jedenfalls nicht. Wir nehmen den Hammer und schlagen dem Typen einfach einen über. Tolle Idee. Die romantische Gartenschaukel ist schon eine Ewigkeit nicht mehr benutzt worden. Was haben wir denn hier Schönes? Die kleine verschlossene Schmuckschatulle hat ein Loch in Form einer Tatze. Pfotenanhänger. So, dafür bekommen wir was. Und was steht hier? Dich verloren zu haben schmerzt so sehr, dass ich nicht mehr ich selbst bin. Aber auf dem Schloss ist eine geheimnisvolle Frau aufgetaucht. Sie hat mir ihre Hilfe angeboten und mysteriöse Dinge gegeben. Das ist doch bestimmt die, bei der sie da gearbeitet hat oder so. Und dadurch hat er sich vielleicht verändert. Vielleicht ist er durch diesen Stock, den Ring und das Glöckchen irgendwie böse geworden oder so. Könnte ich mir halt vorstellen. Auch hier suchen wir wieder ein verfluchtes Objekt. Früher war das sicher mein herrschaftlicher Wohnsitz. Doch mit den Jahren und der Vernachlässigung ist der Glanz der alten Tage verblasst. Da war es. Oben im Fenster. Hat man aber gar nicht gesehen. Das war jetzt so wieder Zufallsklicken irgendwie. Um den Dreck und Schlamm aus dem Bassin zu entfernen, brauchen wir Wasser. Dafür muss etwas installiert werden. Klar. Kein Problem. Was haben wir hier Schönes jetzt? Sonnenemblemhälfte und ein dunkles Pferd ist der Schlüssel zum Öffnen der Metallbox. Hier, ein Pferd. Messing, da nicht, das nicht. Ganzemblem, nein, da kommen wir nicht weiter. Wie man sie öffnen kann, wie kriege ich die Tür bloß auf? Das kriegen wir schon irgendwie hin. Vielleicht müssen wir erstmal hier weg. Da können wir hin. Wir müssen also wieder zurück. Sieht aus wie eine Gans, die eine Haube trägt. Vielleicht müssen wir die Gans da reintun, wegen... Hm? Weil Gans-Emblem? Nein, das können wir nicht mehr machen. Was gibt es hier zu tun? So ungepflegt der Hof auch ist, aus dem Springboden kommt immer noch Kristallglas. Was, müssen wir das irgendwie rüberschiffen auf die andere Seite? Die Göttin sieht aus, als ob sie in ihren... Als ob sie ein Gefäß in ihren leeren Armen hält. Also geben wir ihr doch die Muschelvase. Toll. Meine unerschütterliche Liebe wird Cheryl zu mir zurückbringen, hat die Frau gesagt. Aber ich werde endlos lange warten müssen, bis dieser Tag kommt. Meine Liebste, ich vermisse dich so sehr. Och Mensch. Und da war die, das war sie, ne? Das ist hier die Hexe oder was? Oder Cheryl als böse Frau. So ungepflegt der Hof auch ist, aus dem Springen kommt immer noch... Ja, okay. Gut, dann haben wir das gemacht. Dafür haben wir böser Mann-Marionette bekommen. Die können wir bestimmt hier verwenden. Also fehlt noch eine letzte Marionette. Ja. Können wir das ganze Emblem hier irgendwie verwenden? Ja, können wir. Was steht jetzt hier? Ich habe einen trauernden Mann getroffen und ihm drei Dinge geschenkt. Eine Glocke für seinen treu ergebenen Diener, um ihn aufzumuntern. Einen Ring für seine unglückliche Braut, der die Liebe wieder aufleben lässt. Einen Stock, der ihm überragende Macht verleiht. Aber beiden... ließ ich, nee, leider auch die verfluchten Geschenke von der Mutter Gans. Er ahnt denn niemand das Unglück, das damit angerichtet wurde, werden kann? Ein Stock, der ihm überragende Macht verleiht. Aber leider auch dann irgendwie die verfluchten Geschenke von dieser Mutter Gans. Und das zieht Unglück auf, wie von diesem Märchen. Okay. Löwenkopf Wasserspeier. Ja, also hat sie ihm die Sachen gegeben, aber die hatten halt ihren Preis. Jemand hat mich aus dem Schloss heraus beobachtet, der Diener des bösen Mannes. Herr, gruselig. Echt gruselig. Einhorngravur und hier ist doch der Löwe. Wieso kannst du da in den
Gehört das denn nicht da rein? Nee, der gehört da hin. Und da gehört das Einhorn hin. Tor hat sich geöffnet. Das ist schon die halbe Miete. Und gehört hier der Wasserspeier rein? Jawoll. Katzenmarionette sollen wir uns bauen. Deswegen sammle ich einfach wieder alles ein auf den ersten Blick. Das funktioniert schon mal gut. So, was fehlt noch? Eine rote Schleife und eine blaue Kugel. Dann haben wir es. Bam, 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 bam. Du hast einen neuen Gegenstand gefunden. Oder eher zusammengebaut. So, da war das. Da gehört irgendwie ein Pferd oder was rein. Wir gehen erstmal nach oben. Oder wohin auch immer. Tür ist fest verschlossen. Wo können wir denn dann jetzt hin? Irgendwas hat sich doch geöffnet. Was ist hier? Ich muss da rein, aber der Fensterrahmen ist festgeschraubt. War, hallo, du hast einen Hammer bei dir. Irgendwas ist doch jetzt aufgegangen. Bin ich jetzt doof? Nee, wir sollen zurück. Okay, hat sich was anderes woanders geöffnet? Packen wir erstmal die Marionette rein. Normalerweise mag ich Puppenspiele, aber das hier kommt der Wirklichkeit ein bisschen zu nah. Ja, das finde ich auch. Aber ich mag diesen gruseligen Kinderflair irgendwie gerade. Wenn man da hingeht, ist die Musik dann immer noch da? Nö. Oh, schade. Hätten die mal weiter düdeln lassen sollen. Mutter Gans. Dü-dü-dü. Wir sind schon richtig hier. Nein, ich wollte da doch gar nicht hin. Auch wenn wir sicherlich da verfluchte Objekte weiterfinden könnten. So, die Vogelfigur kann da rein. Dafür bekommen wir wieder was. Ein Adlerwappen bekommen wir dafür. Wo kann ich das denn mal einsetzen? Kann das Gansdings dahin? Kann die Sonne dahin? Der Adler? Nein, das gehört alles da nicht rein. Falsch, 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 falsch. Was können wir denn machen? Ich bin falsch hier. Ich muss hier hin. Irgendwas nicht eingesammelt? Oder warum kann ich hier noch was machen? Nö. Wieso kann ich da dann noch gucken, wenn ich hier nichts mehr einsammeln kann? Soll ich da den Adler einfach reinsetzen oder was? Ich muss was anderes versuchen? Was soll ich denn hier versuchen? Hä? Keine Ahnung, was die hier wollen von mir. Kristallklares Wasser. Lässt sich da mit dem Prisma irgendwas anfangen? Dann weiß ich den... Weiß ich nicht. Ach so. Ich soll ja immer die Sachen da reintun, die da passen. Und da öffnet sich das magische Tor zu dem Freak. War da nicht ein mechanisches Klicken? Vielleicht sollte ich es doch nochmal mit dem Tor zum Schloss versuchen. Ja, da ist der Kater wieder. Da ist Pan. Pan, warte. Ich finde dich doch süß. Ich muss aufpassen, wer weiß, was mich da drinnen noch erwartet. Egal. You should have heeded my warnings. Now it's too late. Soon you will be begging me to end your life. Ich muss mich vor ihm in Acht nehmen. Ich finde den cool, den Kater. So, dem Kuckuck der reich verzierten Tischow fehlt ein Partner. Ich habe aber keinen Vogel, den ich da einsetzen kann. Hier ist was hinterm Kissen, eine Billardkugel und ich werde so lange warten wie möglich, selbst wenn das Meer austrocknet und Fels zu Staub wird. Meine Liebe zu dir, Cheryl, ist für die Ewigkeit. Und wenn unsere Zeit kommt, wird dieser Stock mir die Macht geben, alles und jeden zu stoppen, der unsere Wiedervereinigung vereiteln will. Mein Gott, er hängt aber auch an ihr. Unglaublich. Wie gerne würde ich mich jetzt ausruhen, aber noch geht das nicht. Also dieser komische Stock, diese unendliche Macht, das so gut für ihn ist, da passt der Adler rein. Fehlen aber noch Flügel. Hier ist was. Der Name des Porträts steht nicht auf dem Rahmen. Also da kann ich nichts irgendwie machen. Was macht das schon? Das Herrenhaus ist sowieso dem Verfall geweiht. So, weil hier alles jetzt so runtergekommen ist. Der Spiegel wirkt hier fehl am Platz. Irgendwas darin wirkt seltsam. Können wir den zerhauen? Was stand da noch? Die Treppe stürzt offensichtlich das Dach, aber das Ganze sieht nicht besonders sicher aus. Die Wände stürzen ein, wenn ich den Hammer benutze. Das sollte ich wirklich nur tun, wenn ich keine andere Wahl habe. Oh, das kommt bestimmt noch.
Wo ist denn jetzt hier mal so ein verfluchtes Objekt? Ich glaube, ich gehe mal raus und noch mal rein. Wo ist es? Wo ist es? Dann gehen wir hier rüber. Ach, wie schön. Und hier auf dem verblassten Bild sieht man den bösen Mann zusammen mit Cheryl. Die beiden müssen sich sehr nah gestanden haben. Ist das der schwarze Kater? Die freie Stelle auf dem bunten Glasfenster hat eine Tag- und eine Nachtseite. Guck mal, hier ist Tag und Nacht. Da ist er. Ein Glück, Katzen werden nie wieder dasselbe für mich sein. Die kleine Verkäuferin floh aus dem Schloss. Der Graf ist fest entschlossen, sie zurückzuholen. 18. August 1779. Was ist hier? Okay. Wie ihr meint. All diese Gemälde zeigen Cheryl. Nicht zu übersehen, wie besessen der Künstler, also Blaze, von ihr war. Ja. Der einsame Jaguar auf dem Schrank wartet auf seinen Gefährten. Da ist ein Schlüssel. Ich finde die Musik so geil. Da haben wir noch keinen. Da können wir nichts machen. Das hier scheint das Schlafzimmer gewesen zu sein. Vielleicht das des bösen Mannes. In dem Kissen ist etwas Hartes. Ich habe aber irgendwie nichts, um das jetzt aufzureißen. Und was haben wir hier? Dieser Ring sieht genauso aus wie der, den ich für Cheryl gekauft habe. Doch die Frau besteht darauf, dass dieser hier etwas ganz Besonderes ist. Er wird mir zeigen, welche von den Mädchen meine ins Leben zurückgekehrte Liebste ist. Er wird ihre Erinnerung wecken. Ach krass, und deswegen erinnert sie sich, weil sie so eine Art Wiedergeburt ist. Die Pflanzen sind das einzige Zeichen von Leben in diesem Raum. Wieso bröselt das hier eigentlich so runter? So viele Spinnweben. Muss lange her sein, dass hier jemand gelebt hat. Die Musik aus der Spieluhr klingt gruselig. Jeder Ton ist verzerrt. Ich finde, es klingt eigentlich ganz schön. Also da können wir nichts machen. Vielleicht mit dem Wasser? Wieso finde ich jetzt hier diese Objekte nicht? Das ist, ach so, das habe ich noch gar nicht gesehen. Der Koffer ist willkürlich hier abgestellt worden. Wahrscheinlich ist nichts drin, was mir weiterhilft. Geh nochmal zurück und nochmal rein. Sehe ich hier irgendwas Chamäleon-mäßiges, also Verflucht-Objekt-mäßiges? Irgendwie habe ich nicht so Glück. Klick mal rum. Aber... Na, da wird das doch nicht sein. Oder so fies sind die doch nicht, dass sie das hier machen. Oder doch? Nee. Na gut, dann gehe ich. Da können wir auch nichts machen. Da fehlen die Flügel. Können wir mit dem Spiegel hier was machen? Feuerzange. Wo sollen wir denn hin? Die sollen uns mal führen. Hier doch drin, ne? Hier soll was sein. Adlerschwingen, ach so. Ja gut, dann können wir da jetzt hin. Da ist wieder der Kater. Ich habe es förmlich vor Augen, wie der Adel hier damals ein- und ausgegangen ist. Da haben wir, was ist das? Ein Schraubenzieher. Trotz des Staubes, das Klavier ist erst kürzlich benutzt worden und ich weiß auch von wem. Ich habe es förmlich vor Augen. Okay, das hatten wir schon. Wieder das Geflüster. Eine Karte. Dieses reich verzierte Truhen lässt sich mit den vier Farben der Spielkarten öffnen. Die haben wir nicht. Ich klicke mal hier rum. Ich will natürlich die verfluchten Objekte finden. Das gibt's doch nicht, dass ich das nicht finde. Wieder raus und rein. Oh Mann. Komm hier. Das Tuch. Das wäre super. Da können wir aber was aufmachen. Klavierdecke ist abgeschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Den haben wir. Da ist der Vogel. Cheryl. Das ist Renés Lied, allerdings geschrieben von Blaze. Und der Titel des Liedes ist Cheryl. Kannst du das nicht mal spielen? Voll doof. Soll doch mal spielen. Mit Hilfe dieses Glöckchens kann Pan menschliche Formen annehmen, solange er nicht dem Mondlicht ausgesetzt ist. Nun kann er immer an meiner Seite sein. Voll cool.
Und was ist da? In den Löchern des Billardtisches etwas, aber meine Hände sind nicht schmal genug, um daran zu kommen. Vielleicht kann ich es rausschubsen mit einer Billardkugel zum Beispiel. Ah, okay. Dafür bekommen wir einen Kristallengelsflügel. Aha, dafür sind diese Objekte also da. Das ist ja interessant. Leider, da kommt der andere Vogel rein. Leider weiß ich immer noch nicht, wo die verfluchten Objekte sind. Vogelgriff. Vogelgriff, Vogelgriff. Aber das soll da nicht rein, oder? Irgendwas gehört da rein. Möchtest du es einhauen? Nein, möchtest du nicht. Hier können wir jetzt was machen. Wir haben ein Wimmelbild. Ich sammle wieder. Wir halten uns nicht zu lange hier mit diesen Wimmelbildern auf. Auch wenn das jetzt nicht die richtige Art ist, aber egal. Jups, jups, jups. So, was fehlt noch? Ach, das blaue Dings. Und dann haben wir den anderen Jaguar. Da haben wir ihn. Cool. Da fehlte auch noch was. Was fehlt da? Dunkles Pferd. Ich habe aber kein dunkles Pferd. Vielleicht kriegen wir den drinne. Auf jeden Fall packen wir den Jaguar erstmal an. Dann geht die Schublade auf und wir kriegen ein Herz und was zum Lesen. Cheryl, ich habe nie die Absicht gehabt, dich zu täuschen. Aber als du mich für einen Diener gehalten hast, der auf dem Schloss arbeitet, konnte ich einfach nicht anders, als es dabei zu belassen. Ich wollte doch nur mehr Zeit mit dir verbringen. Dein gutes Herz und deine Unschuld fesseln mich. Ja, hoffentlich liebt ihr den auch so, ganz ehrlich. Das... Irgendwie ist ja dieser Unfall trotzdem zustande gekommen. Und vielleicht war es nur ein Unfall oder war es doch Absicht oder... Herzjuwel. Können wir das jetzt machen? Nein, irgendwie nur im äußersten Moment. Dann gehen wir nochmal hier hin. Und irgendwas lässt sich hier noch machen. Vielleicht jetzt bei dem Fenster mit dem Schraubenzieher. Guck mal, das haben wir nämlich noch nicht ausprobiert. Dann gehen wir da mal rein. Und wo sind wir jetzt? Und wer liegt da? René ist bewusstlos. Ich sollte sie irgendwie aufwecken. Könnte es sein, dass mit ihr etwas nicht stimmt? So seltsam, wie sie sich vorhin verhalten hat. Okay, wir nehmen erstmal die Sachen mit. Die Schublade mit dem Vogeldeko hat keinen Griff. Warte, wir haben einen. Und da ist das Ding. 2. September 1779. Das Lied, das du für mich geschrieben hast, ist einfach zauberhaft. Und ich liebe das wundervolle Kleid und die hübschen Blumen, aber... Vor unserer Hochzeit würde ich so gern noch einmal meine Freunde im Dorf besuchen. Aber du willst es nicht erlauben. Liebst du mich? Oder bin ich nur ein Vogel, gefangen in einem Käfig, den diese Mauern bilden? Also sie war sich nicht so ganz sicher. Sie hat ihn zwar geliebt, aber nicht dafür, dass sie dann nicht raus darf. Die Arme. Wir hatten eine Feuerzange. Da haben wir jetzt was. Autsch, heiß, heiß, heiß. Hier, kaltes Wasser drauf. Das ist gut. Medaillon mit dem schwarzen Pferd, da haben wir es schon. Mir fehlen die verfluchten Objekte. 21. Mai 1779. Blaze hat gesagt, er möchte mich einfach nur vor Leid beschützen. Das Leben auf dem Schloss ist ja auch angenehm, aber ich vermisse das Dorf. So, er war echt besessen von ihr. Alles hat hier irgendwie was mit Vögeln zu tun. Deswegen fühlte sie sich wahrscheinlich auch wie so ein gefangener Vogel. Mir ist, als ob ich einen ähnlichen Spiegel schon in einem anderen Raum gesehen habe. Okay, das ist also der andere Spiegel. Können wir da irgendwas machen? Der hat nur einen Flügel, ne? Guck mal. Unglaublich, ist das etwa ein Spiegelportal? Wohin führt das wohl? Ja, wahrscheinlich zu dem anderen Spiegel. Aber mir fehlen trotzdem die anderen verfluchten Objekte. Ich will die verfluchten Objekte finden. Ich hoffe, es ist da oben irgendwo. Hm? Gibt's doch nicht. Tja, da habe ich wohl Pech. Warte mal, gehen wir nochmal da. Okay, dann geh dahin. Ist ja auch egal. Nehmen wir eben die Karte zur Hilfe. Wir können jetzt da das Kreuz natürlich reintun, aber das hilft uns wahrscheinlich noch nicht viel. Dann gehe ich jetzt erstmal zurück und tada, kann ich jetzt da durchgehen. Okay. Das ist schön. Dann können wir das jetzt da einsetzen. Das haben wir auch. Graf Blaze von Morellus 111. Und dafür kriegt man mal eben ein kleines Messer. Alles klar.
der Verrückte. Die Wände stürzen ein. Das können wir nicht machen. Wir können nicht spielen. Was war hier noch? Was mache ich mit dem Messer? Oh, hier unten gibt es was zu tun. Das ist weit weg. Wieso mussten wir denn jetzt ganz zurückgehen? Was ist hier denn noch nicht erledigt? Schatten eines Mannes und einer Katze in Stein. Das kann kein Zufall sein. Leider sind die Worte nicht lesbar. Was können wir hier tun? Ach, da ist die Fledermaus von ganz am Anfang. Was kriegen wir dafür? Mausschlüssel und Spielhaustür. Alles einfach mal hingeworfen. Das war ihm jetzt nicht so wichtig, dass man das vielleicht auch doch nochmal findet und daran kann. Steht einfach offensichtlich auf dem Weg, die Kiste. Nicht versteckt oder so. Spielhaustür. Nee, das ist mir zu weit, den Weg zu latschen. Wobei, hier müssen wir auch nochmal hin. Oh, ist auch unheimlich hier, ne? Spielhaustür. Und dafür kriegen wir... Das muss die Tochter des Holzfällers gehören. Wahrscheinlich handgemacht von ihrem Vater. Wo bist du, Papa? Diese unheimlichen Bäume machen mir Angst. Lass mich nicht allein. Och je. Gruselig. Braunes geschnitztes Schaf und Rosenmedaille. Okay, wir gehen hier wieder weg. Ich will auch die unheimlichen Bäume nicht in meiner Nähe haben. Das schwarze Pferd. Dafür kriegen wir wieder was. Für diese komische Schatulle da hinten. Karo Edelstein Rosengestrüppvernichter. Okay. Alles klar. Kein verfluchtes Objekt in Sicht. Aber hier hatte ich das schon, oder? Weiß es gar nicht. Hatte ich das hier sogar schon? Wo geht's denn mal hin? Wollen wir mal hier rüber wieder? Sie liegt da immer noch. Können wir sie irgendwie aufwecken mal? Das kommt bestimmt noch. Kommt bestimmt noch. Jetzt wieder so weit weg hier. Können wir die Rosen... Da, ich ist wieder so ein bisschen... Rosen. Dornengestrüpp. Hat sich wohl schützt um etwas krank. Was das wohl ist, das werden wir jetzt erfahren. Mit unserem Rosenstrüpp-Vernichter. Rosengestrüpp-Zeugs. Ja, und jetzt? Hallo? Kommt hier keine Schrift, nichts? Was soll ich jetzt hier tun? Verstecktes Geheimfach mit einer königlichen Lilie. Fest verschlossen. Leider, hier an dieser Stelle fehlt etwas. Diese komische Medaille oder den Schlüssel. Was können wir denn da mal hin tun? Die königlichen Lilie. Vielleicht müssen wir da irgendwie diese Blume hinlegen. Also hier sollen wir nicht hin. Anscheinend haben wir das verwendet und mehr können wir nicht tun. Dann nicht. Ja, ja. Ach, die Arme. Das ist nicht schön. Da ist der Mond. Das heißt, der kann sich irgendwie nicht zurückverwandeln dann. Was können wir denn jetzt hier machen? Ach, bei den Kissen. Das mit dem Messer aufschlitzen. Okay. Ah, okay. Okay. Alles eingesammelt. Jetzt ist da auch nichts mehr. Doch, da ist noch was. Was denn? Das irritiert mich immer so. Keine Ahnung. Wir gehen darüber, packen mal die Sachen erstmal rein. Was wir schon mal haben, haben wir. Erledigt. Schwarz geschnitztes Schaf, braunes geschnitztes Schaf. Ach so, das Herz haben wir auch. Alle da. Alles da. Was haben wir bekommen? Pfefferminzöl. Brauchen wir das für den Kater, für Pan? Weiß ich nicht. Nee, mit Pfefferminzöl können wir sie bestimmt wach machen. Where am I? You are spoiling my master's plans! Our new home is ready. Like my forest, it is hidden from the world by illusions. We can spend the rest of our lives there. Pawn will take care of our troublesome intruder. Mist, der verfluchte Kater hat mich aus dem Fenster geschubst. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. So richtig gekümmert haben sie sich nicht um uns. Oh Gott, jetzt geht's los hier. Können wir nicht durchs Fenster? Kaputt. Durch das Fenster kann ich nicht zurück. Ja, dann hier, kloppen wir das hier ein. Wenn ich ihn doch nur zur Fall bringen könnte, ohne ihm nahe zu kommen. Können wir machen. Bam, mit dem Hammer. Jetzt ist es soweit.
Was ist das? Der böse Kater kaut in einer dunklen Ecke, um sich vor den Mondstrahlen zu schützen. Oh, das Glöckchen haben wir ihm weggenommen. Jetzt hat er Pech. Okay, er dreht durch. Alles ist eingestürzt. Gott, der arme Kater. Da gehört das Prisma rein. Durch das Prisma fällt ein Lichtstrahl. Bewege die Spiegel, bis ein magischer Kreis entsteht. Ein magischer Kreis, okay. Dann reflektieren wir das Ganze mal. Das haben wir schon mal gemacht. So ist doch gut. Ja. So ist auch gut. Drehen wir den doch mal. Oder so. Aber vielleicht ist er auch nicht so gut gedreht. Vielleicht können wir den doch nochmal anders drehen. So. Oder so. Nee. Da muss man immer so lange drehen. Dreh dich. So. So, jetzt haben wir es gleich. Dreh dich. Lichtstrahl. Juhu. Okay, Auszeichnung erhalten. Oh nein! Tag 2, 4.30 Uhr. Der böse Mann hat sich René geschnappt, bevor ich sie erwischt habe. Wohin ist er mit ihr verschwunden? Irgendwelche Hinweise muss es doch geben. Was ist mit dem Kater? Der hinterhältige Kater ist zu einer leblosen Marionette geworden, genau wie das Mädchen in der Kapelle. Hat das der alte Fluch verursacht? Oh Mann, ich meine, der war zwar nicht nett, der Kater, aber der war cool. Hätte man ihn nicht irgendwie überreden können? Wer hätte gedacht, dass das Mondlicht so eine entscheidende Rolle spielt? Tja. Eine seltsame Frau hat behauptet, dass sie Mutter ganz ist und mir magische Gegenstände gegeben. Trotzdem sie große Macht haben, wurde das Land fruchtlos und karg. Die Bäume verkümmerten und die Diener erkranken. Die Bienen. Alles um mich herum scheint verflucht, also habe ich mich tief in den Wald zurückgezogen. Chamäleon-verfluchte Objekte? Chamäleon-verfluchte. Das gibt's doch nicht, dass ich hier gar nix finde ich mehr. Ich klicke hier schon wie wild herum. Muss doch irgendwas geben. Voll doof. Gib mir einen Tipp. Oh Mann. Also weiter kommen wir nicht. Wir müssen natürlich hier weg, aber ich will nie Objekte. Es muss doch in jedem Bild eigentlich eins geben. Die sind bestimmt ganz klein. Ich bin zu doof. Da, wo eine Lupe ist, kann es nicht sein. Schließe ich immer systematisch aus. Aber ich habe auch nichts bewegen sehen. Voll ärgerlich und so. Wo geht's jetzt hin? Hier geht's hin. Ah! Hier können wir was tun, wieder mal. Wir sammeln Dinge ein. Ein bisschen schwieriger. Diesmal rot. Ist irgendwas mit rot. Irgendein roter Stein hinter mir vielleicht? Nein. Es friert auch gar nicht ein. Da bin ich ganz froh drüber. Das da noch. Und so eine Art Ornament-Dings. Wo ist das rote Steinchen? Das ist dieses Rubinteil. Ach, wo ist es denn? Ich brauche einen Tipp. Ach so, direkt von meiner Nase. Ist auch schön. Dann fehlt uns auch noch so eine Art Kette oder so, ne? Hier, das da. Und das hier suche ich eigentlich die ganze Zeit. Wo ist es denn bloß? Es könnte überall sein. Ist das? Oder das? Oder das? Wo ist es? Ja.
Manche Dinge sieht man einfach nicht. Gib mir einen Tipp. Wo ist es? Ach, da. So quasi aufgedruckt. Wasserspeierkugel. Gut. Dann haben wir die jetzt auch. Wusste nicht, dass wir sowas brauchen. Was ist passiert? Die Bäume sehen aus, als ob sie leben. Und jetzt können wir das lesen hier. Da war ein böser Mann, der hatte einen schwarzen Kater und eine heruntergekommene Hütte, in der die Opfer seiner abartigen Liebe saßen und saßen. Okay, jetzt wird's unheimlich. Bäume scheinen sich ineinander zu verflechten. Auf ihren Früchten bilden sich Gesichter, die voller Qual in die Nacht schreien. Braun ist scharf. Blau ist irgendwas scharf. Und dann fehlt uns noch ein Schaf. Oh je, die Ente ist umgefallen, als der Schrank zusammengebrochen ist. Also egal, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Können wir da jetzt was machen? Nö. Wo soll's denn mal hingehen? Dahin. Dahin. Was mit dem Kater? Können wir ihm sein Glöckchen geben? Bitteschön. Tudum. Dem Podest mit den Porzellanpuppen fehlt ein Ornament. Warte, ich habe eine Rosenmedaille. Das, was ihr wollt? Nein. Okay, das ist es nicht. Die Straße galt nicht in drei Pfade, die sind auch alle durch eine Tore gesperrt und so. Da können wir also nichts machen. Irgendwo hier sollte ich jetzt, wo ich gerade eben schon war, ne? Hier. Ah, jetzt können wir hier was machen. Warum? Ist es jetzt hier irgendwie... Es ist ein Sarg. Um die Inschrift herum sind Dornranken graviert, aber die Blütenkrone ist verschwunden. Bitteschön. Da ist das andere Schwein. Wer liegt hier begraben? Mutter Gans erfüllt deine Wünsche, nimmt aber viel mehr, als du geben kannst. Und je mehr du sie fürchtest, desto größer wird ihre Macht. Also vertraue niemals Mutter Gans. Nee, ich will ihr gar nicht vertrauen. Das Skelett der weiblichen Bediensteten liegt in einem edlen Sarg. Sie muss jemanden sehr viel bedeutet haben. Okay. Es ist wirklich ein bisschen creepy. Und dafür haben wir ein Abzeichen bekommen und wir packen mal das Schaf erstmal rein. Mäh. Mäh, ihr Schafe. Hier wartet ein Rätsel auf uns und das machen wir im nächsten Part von Cursory, der böse Mann und der schwarze Kater. Ist ja sehr spannend, finde ich, das Spiel. Und dann freue ich mich auf den nächsten Part. Bis dann!